Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Abenteuer vom Reiter auf 6. Letztes Video, glaube ich, waren wir am Turnier und haben auch waren auch bei dem Arzt in Paris und haben festgestellt, dass er ein Idiot ist und wollten deswegen mit ihm nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten. Das nächste Kapitel sollte bald losgehen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich es selber machen muss oder ob das alleine Hallo, losgeht. Hallo, Raphael. Salut, Emma. Bist du mir nicht allzu böse? Warum sollte ich? Nun, ich habe dich doch ein bisschen genötigt, hier zu bleiben. Die Geburt des Fohlens. Deine Hilfe als Tierärztin. Ja, du hast mich ein wenig in Verlegenheit gebracht. Aber ich hab's geschehen lassen. Außerdem liebe ich Tiere und bedauere es nicht, hier zu sein. Wirklich? Das beruhigt mich. Weißt du, auch ich liebe Tiere. Vor allem Pferde. Ich spüre, dass sie mich verstehen. Ich habe irgendwie den richtigen Draht zu ihnen. Ach ja? Und was bringt dich zu der Annahme? Das Verhalten einer Stute mir gegenüber. Ich war damals 8 Jahre alt. Verdammt lang her, was? Stimmt. Das ist ja fast... Komm, erzähl. Das ist bestimmt eine tolle Geschichte. Oh ja. Und sie hat mich geprägt. Aber jetzt habe ich keine Zeit. Ich muss los. Flora wartet. Nächstes Mal erzähle ich dir alles. Versprochen. Okay, dann warte ich. Ciao. Wie das letzte Mal hat auch jeder eine Geschichte, die er uns erzählen möchte. Ich glaube, ich werde jeden Tag so einmal mit jedem reden. Ich weiß nicht, ob das wirklich nötig ist. Ich werde mich auch mit dem Putzen so verhalten, dass ich immer einen Tag mein Pferd putze und dann am nächsten Tag mein Fohlen putze, einfach damit es nicht zu viel wird. Und eigentlich braucht das Fohlen eigentlich nicht viel. Also es gibt Tage, an denen wird es einfach so aussehen und dann können wir gleich losmachen. Okay, ich werde aber trotzdem jeden Tag beide einfach rausstellen, weil wenn es ein schöner Tag ist, brauchen die beiden ihre Moral. Okay. Ich hab mir überlegt, ob ich mit dem Trainieren beginnen soll, aber ich werde immer, mich immer nur, wie schon gesagt, nur mein Feld kümmern. Das habe ich so gemacht, als ich am Ende, glaube ich, 4 oder so Pferde hatte, also 2 Fohlen und dann 2 Pferde, oder ein, ja, irgendwie ein Pferd, das ich nicht verkauft habe. Aber das kann ich auch jetzt so machen. Ich weiß nicht, ob ich jemals vorhabe, 4 Pferde zu kriegen. Aber bei diesem Abenteuer auf dem Reiterhof ist es so, dass mit jeder Nebenaufgabe, die man fertig absolviert, verändert sich das Ende ein bisschen. Also ich glaube, das höchste ist dann 80%, ich bin mir nicht sicher. Aber es sind alles... mich, ob es eigentlich ein schlechtes Ende gibt. Ich glaube ja, wenn man den Hof nicht rettet. Ich bin mir aber nicht sicher. Weil dieses Spiel hat Entscheidungen und es kommt wirklich auf die Entscheidungen drauf an. Also ich habe, weiß nicht, ich hatte schon mal ein schlechtes Spiel, wo ich ein paar schlechte Entscheidungen getroffen habe. Aber irgendwie habe ich, kann mich nicht erinnern, ob ich das weitergespielt habe oder dann irgendwann einfach aufgehört habe. Aber naja, ich werde so viele Nebenaufgaben wie möglich absolvieren. Ich weiß aber nicht, ob ich die mit dem 3 Pferde erwerben oder sowas hinkriegen werde. Vielleicht schon. Also ich habe nicht vor, dieses Pferd hier jemals zu verkaufen.
Und ich könnte natürlich ein Pferd kaufen und dann es in einer Disziplin sehr gut trainieren. Und dann ein anderes Pferd kaufen, in einer anderen Disziplin sehr gut trainieren. Und die dann wieder verkaufen. Ich weiß nämlich, ob es 3 Pferde werden, die ich verkaufe. Okay, okay. Einmal kurz ablaufen. So wenig Staub drauf ist, weiß ich immer nicht, ob ich jetzt was erwischt habe oder nicht. Eher ja als nein. Aber ich werde das alles die ersten paar Male drin lassen. Und dann das nächste Mal oder irgendwann in der Mitte entweder schneller laufen lassen oder einfach Putzvideos machen, die ich dann auch so nennen werde. Wenn ihr eine Idee habt, könnt ihr einen Kommentar hinterlassen und mir sagen, was euch am liebsten wäre. Ich muss gerade zurückdenken, ob das... Okay. Weil manche von den Bewegungen des Pferdes sind gleich, aber das ist anders vom... ist anders vom 5. am Temperaturhof. Ich weiß, im 5. hatte ich Probleme, dass ich mich hier dran erinnert habe. Und jetzt hier habe ich Probleme, dass ich mich ans 5. erinnert habe. Ich muss aber auch relativ schnell mehr Bücher lesen, weil ich weiß, vor allem die Kommunikation wird sehr schnell besser. Okay, ich weiß nicht, ob ich das viel mit Donna gezeigt habe, aber wie ihr oben in der Mitte sehen könnt, braucht dieses Pferd nur 4 Runden, nicht 8 wie Donna. Und ich glaube, so hieß er. Oh. Weiß gar nicht mehr. Vorwärts. Okay. Ich werde die beiden ganz bestimmt draußen vergessen. Ich sag's euch jetzt schon. Ich glaube, ich habe ein Spiel parallel laufen mit diesem Let's Play. Und ich glaube, ich bin 2 Kapitel voraus. Nehmen auf gewürfelt draußen. Und ich habe bereits mein Phone draußen vergessen. 2. Tag. Schon vergessen. Okay. Jo, warum nicht? Bringen wir mal alles auf Bewegungsstufe. Auf Stufe 1. Bewegung ist bereits auf Stufe 1.